Hallo, ich begrüße dich und freue mich, dass du wieder da bist und dir die Zeit nimmst, mein Video anzuschauen. Wie du siehst, ich habe noch überhaupt keine Karten vorbereitet. Heute mache ich hier mit euch oder mit dir gemeinsam den Seelenpartner, Dualseele, Zwillingsseele, karmische Seelenpartner Video und dazu mische ich immer die Karten vor Ort. Und möchte ich dazu dich einladen, dass du dich an dein Gegenüber auch konzentrierst, wir schon einfach mal erstmal deine Seite hier auf der linken Ebene, auf der rechten Ebene, das von deinem Gegenüber. Also deine Seite zuerst, bitte konzentriere dich auf deine Füße, stelle die beide auf den Boden. Atme tief ein und aus. Fühle die Verbindung zur Mutter Erde. Öffne deine Kronenchakra und hülle dich in Licht. So, liebes Universum, ich bitte dich für meine Zuschauerin um drei Karten. Die erste Karte für die Kopfebene. Ich bitte dich für die zweite Karte, für die Herzebene meines Gegenübers, also meine Zuschauerin. Und ich bitte dich bitte für den nächsten Schritt und was im Außen sich zeigen möchte. Und genauso bitte ich dich jetzt, dass du dich an dein Gegenüber oder an deinen Wunschpartner, deinen Seelenpartner, auf deine Dualseele dich konzentrierst. Dass du deine Augen schließt. So, Kopfebene deines Gegenübers. So, bitte die Herzebene deines Gegenübers. Visualisiere dein Gegenüber, liebes Universum. So. Herzebene deines Gegenübers und bitte noch einmal, was im Außen sich zeigt oder der nächste Schritt. So, wunderbar. So, dann nehme ich die Karten, was euch beide verbindet. Bitte, liebes Universum, eine Karte. Da springt auch schon die eine. Ich schaue auch gar nicht zu, dass ihr auch sehen könnt, dass das hier alles mit den rechten Dingen zugeht. Und jetzt kommen die Seelenbotschaften. Nochmal bitte, liebes Universum, drei Karten für meinen Zuschauer oder Zuschauerin. Bitte eine erstmal für die Kopfebene. Liebes Universum, bitte für die Herzebene. So. Und was sich so im Außen zeigt. Und bitte auch bei deinem Gegenüber eine Karte für die Kopfebene. Das war jetzt definitiv zu viel. Bitte eine Karte. Kopfebene. Herzebene. Und der nächste Schritt. Und da sind zwei gekommen. Die zwei werde ich auch lassen. So, dann die Karten, was euch verbindet. So, das war für dich. Du bekommst zwei und dein Gegenüber eine. Wunderbar. Dann nehme ich noch zwei Engelkarten. Bitte, liebes Universum. Also eine Karte
für dich und eine für dein Gegenüber. Bitte, liebes Universum. So, und da sind auch, das ist zu viel, da sind 4 Karten, das lasse ich nicht so. Und 2 Karten dürfen ruhig bleiben. Aber was zu viel ist, ist zu viel. So, bitte, liebes Universum. Bitte, liebes Universum, für das Gegenüber einen Engel. Bitte, liebes Universum. So, da kommt es schon. So, dazu kommen noch die Amos-Botschaften. So, ich handle hier auch ganz intuitiv. Mische ich die Karten. So, das ist für dich. Und das ist für dein Gegenüber. So, 2 Karten. Da kommen nochmal die Engelkarten, die ich dann auch zu jedem Dualseele, Zwillingsseele Legung auch dazu nehme. So. So, eine Karte. Bitte nochmal, mit den Karten nochmal. Das ist für dein Gegenüber. Jetzt kommen nochmal die sehr geliebte Venus-Karten. Liebes Universum, eine für dich und eine für deinen Gegenüber. So wunderbar. So, und dann beginnen wir mit der Deutung der Karten. So, dann fange ich an. So, beginnen wir erstmal mit der allgemeinen Botschaft. Also dazu sage ich, dass ich hier natürlich diesen Engel Auraspray der Liebe gesprüht habe. Also es duftet hier auch wirklich nach Rose. Und ich decke die erste Karte auf. Also eine wahre tiefe Liebesbeziehung führen zu wollen, ist eine Entscheidung. Das hat hier mit dieser Legung wirklich zu tun. Und dazu bitte ich dich, dass du noch einmal tief in dich eintauchst, noch einmal in diese Karte hineinfühlst, so dass du das auch vielleicht hier sehen kannst. Ich stelle das hier in der Mitte und dazu möchte ich noch einmal meine kraftvolle, wundervolle Klangschale anschlagen, damit du das auch spürst. Lass das nachklingen. Eine wahre, tiefe Liebesbeziehung führen zu wollen, ist eine Entscheidung. Also in erster Linie ist die Frage, wenn du mir zuschaust, in erster Linie ist die Frage für dich. Lass es mal nachwirken. Auch dieses Annehmen, dass man auch bereit ist, diese Liebe anzunehmen, dass man sich darauf bereit ist, sich einzulassen. Spüre in dich hinein. Vielleicht bist du auch schon sehr, sehr lange alleine und dann denkst du, ja, so eine Beziehung, aber um diese wahre, tiefe Liebesbeziehung muss man auch wirklich bereit sein, innerlich
sich bedingungslos darauf einzulassen. Und die Karte ist ein Hinweis, ob du auch wirklich dafür bereit bist. So, ich versuche heute das Video etwas ein kürzer zu halten. Also ich quatsche immer zu viel. Aber ich versuche das heute. Also auf deine Kopfebene ist es dir jetzt schon bereits bekannt, dass es vielleicht dein Gegenüber, also dein Seelenpartner, der Richtige sein könnte. Du bist dem Lebenspartner, den du suchst, bereits begegnet. Vielleicht bist du schon in einer Partnerschaft, vielleicht hast du eine On-Off-Beziehung, vielleicht hast du in deinem Kopf nur, dass du den kennst, vielleicht hast du denjenigen erkannt und der dich noch nicht, also dass du das auch spürst, dass das deine Dualseele oder dein Seelenpartner oder Zwillingsseele ist, also dir ist das im Kopf schon bereit. Bekannt, also du weißt das schon ganz genau. Jetzt schauen wir mal auf der Kopfebene. Die Seelenbotschaft. Ehrlichkeit ist entscheidend. Wenn wir ein liebevollen Mensch sein wollen, dann müssen wir wahrheitsgemäß und liebevoll sprechen. Also wenn ich diese Karte anschaue, also auf der Kopfebene, vielleicht, also ich denke, dass du eine Frau bist, also wenn du das anschaust, also für dich ist wichtig, dass dein Gegenüber, also dein Seelenpartner, deine Dualseele zu dir ehrlich ist. Und ich sehe hier intuitiv eine Maske und du drehst den Rücken weg, also du. Auf der Kopfebene befindest du dich in einem Rückzug. Du weißt, dass es dein Gegenüber der Richtige für dich ist, aber du lässt das so mit dir nicht machen, also dass man nur so halbe Wahrheiten, dass man nur kommt, wie man lustig ist. Also du erwartest da schon also Ehrlichkeit und dein Gegenüber trägt hier definitiv eine Maske und das ist dir bewusst auf diese Kopfebene. Das ist bei dir gerade jetzt los. Jetzt schauen wir mal auf der Kopfebene bei deinem Gegenüber, was da gerade los ist, was da. Du hast gesehen, ich habe die Karten gerade gemischt. Also deinen Seelengefährten herbeirufen, deine Gebete, Affirmationen und Visualisierungen helfen euch zusammenzubringen. Also das ist auf der Kopfebene von deinem Gegenüber und dein Gegenüber, also deine Seelenpartner oder Zwillingsseele weiß ganz genau, dass du das Seelengefährtin bist, du Seelengefährte bist. Und also es wird auch schon einiges visualisiert, einiges hervorgerufen, mit Affirmationen gearbeitet, mit der Gesetz der Anziehung, mit Mantras und so weiter und so fort. Natürlich sehnt sich dein Gegenüber nach dir. Das ist auch eine Beziehung aus dem früheren Leben. Auch mehrere Inkarnationen wurden hier zusammen verbracht und also. Der ruft deine Seele, ruft er. Also immer wenn du das Gefühl hast, du musst an denjenigen denken. Gedanken sind auch eine sehr, sehr starke Kraft. Also wenn du so das Gefühl hast, ich muss permanent an mein Gegenüber denken, dann weißt du mit Sicherheit, dass diejenige auch gerade an dich denkt. Also so kannst du das erkennen, dass es gar nicht deine Gedanken sind. Und hier auf der Seelenebene nochmal für dein Gegenüber, also ein wichtiger Hinweis, die Liebe vermag alles, die Liebe kann alte Wunden heilen und schenkt das Gefühl, geborgen, wertvoll und wichtig zu sein. Also die Karte sagt hier definitiv aus, dass hier noch alte Wundenthemen, also im Kopf sind, alte Verletzungen noch da sind, dass. Ja, dass man sich halt nach diesem Gefühl, diese Geborgenheit sich sehnt und dass man auch
ein Stück Selbstliebe hier, wertvoll und wichtig zu sein, dass man noch ein Stück mangelnde Selbstliebe hier hat. Also auch wenn du diese Karte anschaust, hier versteckt sich so jemand so ein bisschen, kuschelt sich hier ein, also versteckt sich so ein bisschen, zeigt sich gar nicht so im Wirklichen. Und wenn ich das hier jetzt anschaue, hinten, da sehe ich noch ein Kind, also eine Frau oder jemand mit einem Kind am Schoß. Also das sind noch teilweise Kindheitsthemen, innere Kindthemen, dass man sich nicht wichtig und nicht wertvoll, also mangelnde Selbstwert definitiv noch ein Thema ist. Und das ist noch auf der Kopfebene bei deinem Gegenüber. Jetzt schauen wir mal auf der Herzebene bei dir, was so gerade bei dir auf der Herzebene los ist. Ja, für dich ist das die neue Liebe und definitiv dein Dualseele-Seelenpartner hat deine romantischen Gefühle aufgewühlt, also wo du auch gar nicht mitgerechnet hast, also du bist richtig, richtig in dein Gegenüber hier verliebt. Also das ist auf deine Herzebene, also du genießt auch dieses Gefühl, diese neuen Liebe, das gibt dir auch ganz viel Selbstbewusstsein. Schau mal hier die Frau an, wie die den Ritter hier anschaut. Also ganz viel Selbstbewusstsein. Also du wächst über dich hinaus durch dieses Gefühl. Jetzt schauen wir nochmal auf die Seelenebene. Also auf der Seelenbotschaft, auf deine Herzebene. Das Herz der Dinge, es steckt immer mehr dahinter, als auf ersten Blick ersichtlich, erkenne, warum es wirklich geht. Also es ist ganz, ganz wichtig, dass du auch in diese Liebe auf der Herzebene erkennst, wirklich, warum geht es hier? Was will mir das sagen? Warum kommt das jetzt gerade in mein Leben? Also du siehst hier auch wunderbar einen Engel hier abgebildet und hier siehst du einen schlafenden Kind, hier siehst du ganz viele Blumen, was sieht man noch hier? Ganz viele Menschen, auch ganz viele Tiere, eine Schnecke, dann sehe ich hier einen Löwen, ja noch ein Kind, kann ich das alles gar nicht so 100% erkennen. Aber was will dir das sagen, der Herz, alle Dinge? Dass du diese Liebe erkennst, dass das erstmal wichtig war, diese Liebe zu erfahren, damit du die Liebe zu dir wiederfindest, dass du deine Eigenliebe, deine Selbstliebe erkennst, dass du deine innere Kindthemen heilst, dass du wieder ins Vertrauen kommst, dass du in das Vertrauen und in das Verbindung mit dem Göttlichen wiederkommst, dass du in diese göttliche Führung glaubst, dass du ein Vertrauen hast einfach allgemein. Das sagt dir diese Karte auf der Herzebene, diese Seelenbotschaft für dich. Auch hier sehe ich auch ganz tiefe Gefühle, da sehe ich den Vollmond, dass es auch ganz, ganz tiefe Gefühle sind, auch ganz viel Violett. Ich sehe auch deine eigene Wachstum, deine eigene Transformation. Hier über den Engel siehst du nochmal eine Frau abgebildet, deine eigene Transformation. Du hast dich wunderbar hier durch dieses Verliebtsein, wunderbar bist du gewachsen, hast du dich transformiert, hast du dein Herz geöffnet, hast du diese tiefe Liebe erfahren, hast viele innere Kindthemen, Selbstwertgefühl, also umgewandelt, also geheilt. Hier siehst du eine V, hast deine Schönheit erkannt, das Schönheit im Leben erkannt, ganz viele Blumen, Rosen, ist ja auch eine Zeichen der Liebe, da siehst du ein Häschen, also auch hier Naturverbundenheit,
Wunderbar, also da hast du wirklich, dann bist du wirklich an diese Liebe in deinem Herzen auch gewachsen. Du bist daran sehr gereift. Jetzt schauen wir noch mal bei deinem Gegenüber auf der Herzebene, was bei deinem Gegenüber los ist. Erstmal, oh je. Und die Karte, lass deinen Ex-Partner los. Die Zeit ist gekommen, deine Energie zu klären. Also ich nehme hier jemanden wahr auf der Herzebene, entweder dein Gegenüber oder sogar du bist in eine Partnerschaft. Also wo noch der Ex-Partner eine wichtige Rolle spielt, gefühlmäßig vielleicht, hängt vielleicht noch irgendwie miteinander in Verbindung, vielleicht durch Kinder, durch also gemeinsame Immobilien, wie auch immer jetzt. Bei deinem Gegenüber auf der Herzebene ist es, lass deinen Ex-Partner los. Also ganz stark nehme ich das hier wahr. Und die Seelenbotschaft ist die einzig wahre, ist die Liebe. Wende deinen Blick ab von den Problemen und hin zur Liebe. Also dein Gegenüber hat hier noch ganz viel mit sich zu klären. Wenn du das jetzt hier anschaust, diesen wunderschönen Baum abgebildet, du siehst auch noch hier eine Kinderhand. Also da ist auch noch ein Kindthema. Vielleicht hat dein Gegenüber noch auch Kinder, wo der sehr dran hängt oder wo sie sehr dran hängt. Aber im Grunde, es geht ja nichts verloren. Einzig wahre ist die Liebe. Und du siehst hier einen liebevollen Paar und hier siehst du ganz, ganz viele Menschen, ganz, ganz viele Kinder. Dass die alle irgendwie da sind und alle miteinander glücklich sind. Und dein Gegenüber hat hier damit noch ein Problem, so wirklich dahin zu schauen, was man haben möchte und das loslassen, also was man in Liebe umwandeln, was man nicht mehr haben möchte. Auch diesen Problem, dass man nicht da den Fokus immer auf das Problem richtet, sondern sich auf dieses Liebe konzentriert. Wenn ihr euch begegnet seid, dann werden sich die Probleme wie Aufgaben werden, die sich von alleine lösen. Da wird sich immer ein Weg finden, wie sich das löst, wenn man wo den Fokus richtet. Damit zieht man auch was in sein Leben. Also der Energie folgt immer der Aufmerksamkeit. Und so ist das. Wenn wir wirklich nur auf dem Problem schauen, dann werden wir auch umso mehr Probleme bekommen. So, das war auf der Herzebene für dein Gegenüber. Jetzt schauen wir mal, dass im Außen was auf dich zukommt oder dein nächster Schritt, was außen auf dich zukommt, ist ja das Flirt. Lass andere an deinem unbeschwerten Energie teilhaben. Also ich spüre hier auch eine gewisse Nähe, also eine gewisse Leichtigkeit, also eine Kommunikation, wo schöne Gefühle, wo eine unbeschwerte Energie auch fließt. Also es wird, dein Gegenüber wird der nächste Zeit doch auf dich nochmal zukommen, weil dein Gegenüber möchte auch dieses Gefühl, diese wunderbare Energie einfach in sein Leben haben. Jetzt schauen wir nochmal auf der Seelenebene. Der nächste Schritt, vertraue deine innere Kraft. Du bist stärker, als du glaubst. Und hier wird auch deine Seele gefördert, dass du dich darauf einlassen sollst, dass du auch wirklich auf deine Kraft vertraust. Innere Kraft. Also ich sehe hier auch ganz viel Regenbogenfarben, ganz viel Chakrafarben hier, ganz viel, ja. Dass da auch noch irgendwie bei dir auf der Seelenebene eine Umwandlung stattfindet. Also eine Umwandlung. Ja, dass du
dich auch noch auf der Seelenebene irgendwie noch nicht so 100% da offen bist, sich darauf einzulassen. Wird auch eine Umwandlung hier stattfinden. Also ganz, ganz viel Regenbogenfarben, aber positiv. Jetzt schauen wir mal bei deinem Gegenüber. Also erstmal die Botschaft von dem Engel der Liebe, von Doreen Virtue. So, oh, und der nächste Schritt ist hier, also die Hochzeit. Also das steht auch für die Verbindlichkeit, für eine höhere Stufe. Also dass das nicht mehr so, ja, wie geht's dir? Ja, gut, danke. Ja, wünsche dir noch einen schönen Abend, sondern einfach mal auch viel mehr daraus sich entwickelt, also auch eine liebevolle, verbindliche Art und Weise zu kommunizieren und zusammen sich Zeit zu verbringen. Diese Verbindung wird eine höhere Stufe, einen Hoch erfahren. Dieses Hoch wird auch im Leben von deinem Gegenüber auch viel, viel Positivität bringen. Auch wenn ich jetzt die Karten so für die 2 kommenden Woche deute, jetzt so in etwa, also wenn das jetzt in diesen 2 Wochen nicht eintrifft, aber für manche vielleicht schon, für manche vielleicht erst im März. Also schaut mal, fühl in dich hinein. Also auf jeden Fall findet eine Weiterentwicklung statt. Also nicht eine Stagnation, sondern eine Weiterentwicklung, wo du das auch beobachten kannst, auch bei dem nächsten kommenden Dualseelenprozess, dass das jetzt nicht ein Rückzug, sondern also dass die Tendenz halt in Richtung diese Liebe geht, ne? Nicht in diese Trennung bei diesen Dualseelenprozessen. Und hier kommen nochmal 2 Karten, sei authentisch du selbst, sage echt und ehrlich, wer du bist und was du empfindest und tu etwas für jemand anderen, schenke jemanden deine Aufmerksamkeit. Also die 2 Karten. Die Seelenebene sagt mir auch hier, dass dein Gegenüber sich hier, also für andere Menschen auch ganz viel engagiert und also ganz jemand ganz, ganz Positives ist, dass er also wirklich ganz viel also Hilfsbereitschaft nehme ich hier wahr, ganz viel Naturverbundenheit. Und was ich hier noch bei deinem Gegenüber auf der Seelenebene wahrnehme, dass der immer noch sich nicht ganz so sich zeigt, wie der ist. Also immer noch hier so ein bisschen versteckt und hier unter dem Schwan versteckt. Also es fehlt noch eine gewisse Authentizität, eine Wahrhaftigkeit. Also dass man zu sich steht, dass man auch zu seinen Schwächen steht, dass man sagt auch, so bin ich, das habe ich habe viele negative Erfahrungen oder wie auch immer, dass man das auch ausspricht. Wahre Stärke ist da drin, wie man sich zeigt, dass dein Gegenüber immer noch ein gewisses Selbstwertthema, verletzte innere Kindthema in sich trägt. Das zeigt mir diese Karte. Jetzt schauen wir mal, was die Engel für euch beide sagen, was euch so miteinander näher bringt. Also für dich sagt der Engel, also wenn du gewisse Unsicherheiten noch hast oder Fragen, wo du nicht weiterkommst oder wo du sagst, wie soll ich handeln, was soll ich machen, soll ich schreiben, soll ich mich melden, was soll ich machen, wie fühlt sich das an? Ja, die Engel sagen dir, frage deine Engel, also dass du dich immer wieder in der Meditation begibst und dich mit deinen Engeln einfach verbindest und darum bittest und fragst einfach. Ja, was sie dir sagen. Und du wirst deine Botschaften mit Sicherheit bekommen, sei es in Bildern, sei es im Geruch oder irgendwie durch einen Gedanke, durch eine
irgendwie wirst du dafür eine Ja oder eine Nein bekommen. Jetzt schauen wir mal, was die Engel für dein Gegenüber sagen. So. Dein Gegenüber, auch wie schön, bekommt hier diesen wunderbaren Merkaba hier. Also in erster Linie steht das auch für eine spirituelle Weiterentwicklung. Also für den Aufstieg allgemein. Also er hat auch sehr an sich gearbeitet. Also ist ja auch hier das dritte Auge sehr und die Kronenchakra sehr offen. Also ich sehe, dass dein Gegenüber auch sehr intuitiv ist und dass also wirklich diese Glaube eine ganz, ganz wichtige Rolle spielt. Wenn man an etwas glaubt, dann wird das auch manifestiert. Und intuitiv sehe ich hier dieses Merkaba vor dem Solarplexus stehen. Hier ist auch diese Herzchakra wunderbar beleuchtet und geöffnet. Und dass dein Gegenüber halt mit diesem Merkaba, diesen Wunsch, also in sich integriert mit dem Glaube an eure Beziehung. Das gefällt mir sehr gut. Das ist sehr, sehr positiv und sehr hochschwingend. Dann fange ich jetzt hier erstmal nochmal mit den Engelkarten an. Was für dich, also für große Wichtigkeit ist in diese Dualseele-Seelenpartner-Legung. Also nein, die Umstände sind jetzt nicht günstig. Warte ab oder erwäge andere Möglichkeiten. Bitte die Engel um Hilfe und Führung. Also das deute ich so, dass du dich noch nicht melden solltest. Also dass du noch, dass du noch warten sollst, dass er sich so für dich meldet. Ja, es ist der richtige Zeitpunkt für diese neue Unternehmung. Sei geglückt und das Ergebnis entspricht deinen positiven Erwartungen. Also das sind zwei komplett gegensätzliche Karten. Wenn du jetzt nicht mit den Karten nicht so unbedingt viel davon verstehst oder sagst, ja, wie das? Das sind total gegensätzliche Karten. Ich habe dir ja gesagt, nein, du sollst dich noch nicht melden, weil das noch nicht günstig ist, dass du noch einen Moment abwartest, bis sich eine, also bis sich eine Möglichkeit oder noch mal eine andere Situation sich ergibt und du kannst auch dich immer wieder wirklich mit den Engeln verbinden. Das heißt auch, melde dich nicht, frage vorher die Engel. Hier die Frage die Engel, dass du erstmal eine Zeichen bekommst, wann die richtige Zeitpunkt das ist. Und dann kommt schon mal, wenn die Isabella kommt und die richtige Zeitpunkt gekommen ist für diese Unternehmung, dass du dich meldest und dann werden auch deine Erwartungen also positiv erfüllt. Also das heißt, warte noch, gehe in dich hinein, frage die Engel, wann der richtige Zeitpunkt ist für dich, ob du dich melden sollst oder ob du noch abwarten sollst und wartest du, bis dein Gegenüber auf dich zukommt. Das liegt ganz alleine an dir. Aber ich würde nichts überstürzen. Hier die nächste Karte für dein Gegenüber. Ja, und er bekommt die Francesca. Was wünschst du dir jetzt? Visualisiere es und es wird sich erfüllen. Negativität wird deinen Fortschritt behindern. Also visualisieren, also dein Gegenüber soll in erster Linie daran glauben. Hier ist nochmal die Visualisierung, Affirmationen und Visualisierungen. Also das sagt mir, dass dein Gegenüber schon bewusst arbeitet, bewusst auf der bewussten Ebene damit arbeitet, dass diese Beziehung zu visualisieren und dich in sein Leben zu rufen. Also sei volle Zuversicht, wenn das noch nicht der richtige Zeitpunkt ist, dann warte noch einen Moment. Und für dich kommt die Venuskarte Verwirklichung.
Ich verwirkliche, ich erschaffe und gestalte, ich forme im Einklang mit meinem Seelenplan. Und dafür lese ich dir gerne die Karte vor, weil das einfach sehr wichtig ist und ich mache mir nicht die Arbeit, jetzt extra das abzuschreiben. Ich kann das wunderbar vorlesen. Bringe das in eine konkrete Form, worüber du sprichst, was du dir vorstellst oder was du geplant hast. Verdichte und forme, gestalte und erschaffe. Also was du dir vorgestellt hast, also in Bezug jetzt mit deinem Seelenpartner, Dualseele, es ist ganz wichtig, dass du es aufschreibst. Achte aber darauf, dass du in deinem Tun, in deinem Erschaffen, dich nicht zu sehr fixierst. Also, dass du dich nicht an bestimmte Dinge fixierst. Bleibe bei der Verwirklichung deiner Pläne flexibel, stets offen für das Leben. Das heißt, dass du jetzt nicht reinschreibst, da und da, dann und dann, sondern was du dir wünschst, bleibe neutral, dass du halt diese Liebesbeziehung mit deinem Gegenüber wünschst, wenn der richtige Zeitpunkt dafür gekommen ist. Alles, was du in Form bringst, alles, was du erschaffst, hat nur den nachhaltigen Bestand, wenn es im Einklang mit deinem Seelenplan entsteht. Dein eigenes Leben zeigt dir bei all deinem Tun, worum es tatsächlich geht. Öffne dich daher dem Leben. Also wenn dein Seelenpartner eine Liebesbeziehung dafür vorgesehen ist, also in deinem Seelenplan, dann wird auch dein Gegenüber in dein Leben finden. Aber es ist ganz wichtig, dass du das erkennst, dass vielleicht manche Seelenpartner oder manche Dualseelen nur für eine bestimmte Zeit in dein Leben kommen, um dir bestimmte Themen zu spiegeln, damit du aus diesen Themen lernst, damit du deine eigenen Themen heilst und umwandelst, damit du dich selber transformierst, damit du daran wächst. Also deswegen nicht umbiegen und brechen, deinen Seelenpartner in dein Leben zu rufen, sondern bitte um dein höchsten Wohl. Also das kannst du wunderbar aufschreiben. Ich bitte um meinen eigenen höchsten Wohl oder allerhöchsten Wohl, dass mein Seelenpartner das und dann in mein Leben kommt. Oder genau, dass das alles zu dem höchsten göttlichen Wohl geschieht oder so ähnlich halt. Jetzt schauen wir mal dein Gegenüber, was für ihn die Venusbotschaft ist, also die Priesterin. Ich gleiche aus in dir, ich verbinde in dir das reine Licht mit der reinen Liebe. So, das schaue ich auch noch mal an, was das heißt. Sekunde. So, also für dein Gegenüber ist die Botschaft: Dies ist eine Frau, die du achtest und deren Kraft du spürst. Also spürt deine Kraft. Sie hat die Fähigkeit, dich mit deinem eigenen Bewusstsein und mit deinem eigenen Herzen wieder zu verbinden. Sie ist Mittlerin, sie verbindet den Himmel mit der Erde, sie verbindet die transzendente Welt mit den irdischen Ereignissen. Du begegnest eine Priesterin, sehr selten im Außen, in der realen Welt. Zumindest findest du die Priesterin in der unsichtbaren Welt. Sie sei dir aber gewiss, die Priesterin ist zugegen, sie ist jetzt da. Sie verbindet in dir dein Bewusstsein mit der Liebesfähigkeit deines Herzens. Also, die Karte ist
unglaublich. Man kann mit allen Karten eine Dualseelenpartnerschaft oder alle Themen kann man mit allen Karten legen. Das siehst du auch hier. Man braucht keine speziellen. Natürlich hat man so ein paar Favoriten. Ich finde auch toll hier von dem Dorin Virtue die Karten. Diese Liebesbotschaft der Engel und die Seelenpartner-Orakel finde ich toll. Aber diese Venuskarten, wie passen die auch wirklich auf alles sind oder auch andere Karten? So, die Karte sagt hier definitiv für dein Gegenüber aus, dass du sehr spirituell bist und du bist eine Loslasserin und er ist ein Gefühlsklärer. Also bitte bei der anderen Form, wenn du jetzt als Mann zuschaust, bitte umdenken. Also es geht hier um den Loslasser, dass der Loslasser, also dein Gegenüber, ganz genau weiß, dass du sehr viel Herz, sehr viel Intuition hast, dass du die Fähigkeit hast, dein Bewusstsein mit dem Herzen zu verbinden, dass du sehr spirituell bist. Also eine Seelenpartnerschaft, Dualseele, Zwillingsseele ist immer eine spirituelle Beziehung. Es dient dafür, dass sich diese Seelen wiederfinden, um diese bedingungslose Liebe zu leben, Themen aufzulösen, in diese bedingungslose Liebe wiederzukommen und dadurch hier die Schwingung auf der Erde zu erheben. Nicht nur auf der Erde, nicht nur die Erde, sondern allgemein diese bedingungslose Liebe ist so kraftvoll, dass die überhaupt die ganze Dualität verändern kann, diese Dimensionswechseln unterstützen kann, dass wir in diese fünfte Dimension eintreten, dass unser Bewusstsein sich weiterentwickelt, dass wir aus diesem Denken und in dieses Gefühl kommen. Und das passiert auch bei deinem Gegenüber, dass er das spürt, dass du so eine Art gewisse Priesterin bist, dass du sehr selten bist und dass du auch medial bist, dass du auch diese wie soll ich das sagen, dass du diese unsichtbare Welt auch eine wunderbare Verbindung dazu hast und dass du ihm unterstützt, seine Liebensfähigkeit mit seinem Bewusstsein, also Herz und Bewusstsein zu verbinden, weil oft sind diese Menschen sehr im Kopf. Sie können das gar nicht fühlen. Ja? Also die denken das nur. Also alles basiert sehr, also auf der Kopfebene, sehr kopflastig. Und die Karte ist ja wirklich sehr schön, dass du dir auch, dass ihr beide euch diese Frage stellt, dass eine wahre tiefe Liebesbeziehung führen zu wollen, dass man sich auch dafür entscheiden sollte. Jetzt schaue ich mal, was die Engel für dich sagen. Und du bekommst die Engel der Motivation. Das Leben steckt voller Überraschungen und Veränderungen. Bitte deinen Engel, dass er dir hilft, dich immer wieder zu motivieren. Auch wenn die Engel mal stillzustehen scheinen, so schenkt er dir neue Energie und erweckt deine Tatenkraft. Du wirst dich gleich viel lebendiger fühlen und kannst gestärkt die Dinge anpacken. Also Überraschungen und Veränderungen. Das Leben steckt voller Überraschungen und Veränderungen. Erwarte nichts, bekomme alles. Na? Und lass dich von den Engeln motivieren, auch wenn alles so aussieht, als nichts passiert. Hinter den Kulissen passiert schon eine Menge. So, und habe Geduld. Jetzt für dein Gegenüber nochmal die Karte. Ja, der Engel des Abenteuers. Ja,
Das Leben ist ein Abenteuer, das dir immer wieder neue Chancen bietet. Man muss sie nur sehen. Ergreife sie, schlage Wege ein, die dir schöne Erfahrungen bereiten werden. Bitte deine Engel aufmerksam zu sein, dich auf diesem Weg zu begleiten und erforsche alles für dich Neue mit Mut und Begeisterung. Ja, das Leben ist ein Abenteuer. Man soll ja auch die neue Chancen annehmen. Und auch wenn sich das vielleicht für dein Gegenüber sich so zeigt, in erster Linie vielleicht diese Beziehung mit dir als Abenteuer, es muss ja jetzt nicht wirklich nur eine Affäre sein, vielleicht fängt das aber so an. Also diese schöne Erfahrungen. Also annehmen zu können, also das sich zugestehen zu können, ne? Erforsche alles für dich Neue mit Mut und Begeisterung, sagen ihm die Engel. Jetzt für deine Dualseele, Seelenpartner. Und für dich ist es ganz wichtig, eine richtig gute Beziehung bietet Halt und Herausforderung zugleich. Also es ist ganz, ganz wichtig, die Balance, also das Geben und Nehmen, das männlich und weiblich in dir und in diese Beziehung wirklich auszugleichen. Also wenn du bis jetzt gegeben hast, also warst du wirklich die Loslasserin, hast ja immer wieder deine Liebe vielleicht zugestanden, Impulse immer gegeben, hast du halt den männlichen Anteil mehr gelebt, dann nehme dich jetzt noch ein Stückchen zurück, bringe das in Gleichgewicht, bringe das in Balance und gehe in das Weibliche, gehe in das Empfangen. Das Empfangene, das sagte dir die Amors Botschaften. Und für dein Gegenüber ist die Hingabe, lass los und alles wird gut werden. Hier siehst du in erster Linie mal eine Frau. Ja, so, das kann man auch für den Mann deuten. Also man soll sich wirklich eine Liebe hingeben, wenn man es wirklich erstmal gibt. Dann kann man auch erst empfangen. Wenn man nicht gibt, dann kann man auch nichts bekommen. Und das ist hier auch mit dieser Karte wunderbar gesagt. Also geben und nehmen, im Gleichgewicht bringen. Also erst geben, Hingabe, geben. Geben, also in diese männliche Part übergehen, geben, damit deine Partnerin empfangen kann. Wunderbar. Das war die Dualseele Seelenpartner Zwillingsseelenbotschaft für dich. Also ich denke so immer so in 14-Tage-Rhythmus, wenn ich noch spontan einen Impuls bekomme, mache ich euch sehr, sehr gerne noch ein Video. Also ich hoffe, das hat dir gefallen und wenn das der Fall ist, ich freue mich über ein Like, über das Teilen, über deinen Kommentar, das motiviert mich hier, umso mehr weiterzumachen. Natürlich, wenn das stimmig war, umso mehr freue ich mich mit dir gemeinsam. Wenn du eine persönliche Legung möchtest von mir, speziell auf deine Dualseele oder auf deine Liebesbeziehung oder wie auch immer, sehr, sehr gerne, schreib mich an. Also über meine Homepage, über das Kontaktformular findest du immer den Weg zu mir per E-Mail und natürlich über dein Abo freue ich mich umso mehr, weil dadurch hast du auch in erster Linie die Möglichkeit, dass du alle Videos, die ich hochlade, sofort Bescheid weißt, sofort benachrichtigt wirst, wenn es was Neues von mir gibt, dass du das sofort anschauen kannst, wirst du daran erinnert, musst du nicht suchen, alles wunderbar. Und mich motiviert das auch, weil ich sehe dadurch deine Wertschätzung für meine Arbeit und ich danke dir dafür, dass du wirklich, dass du mich auf meinen Weg begleitest und ich dich dafür auf deinen Weg begleite. Und so sind wir auch wunderbar in Balance, im Geben und im Nehmen
und es findet eine wunderbare Ausgleich statt. Und dafür danke ich dir. Eine gute Zeit wünsche ich dir, sende dir ganz viel Licht und Liebe und Frieden aus meinem Herzen heraus. Sage Namaste, bis bald, deine Valeria.